Öffne das Hangartor. Und wir haben zwei Signale. Einer auf 60, einer auf 30. Na, herrlich. So, ich möchte natürlich keine Aufmerksamkeit erregen. Na, Hallöchen. Die Waffe gefällt mir. So, ich sehe... Boah, verdammt. Okay, wir können den zwar zerstören. Okay, die sind noch nicht aufmerksam geworden. Da unten. So, einer weniger. Und auf 14 Meter haben wir auch noch einen. Kommt der näher? Ne, der kommt nicht näher. Okay, wir haben aber gleich keine Energie mehr. Ich müsste das Ding mal irgendwo aufladen. Ich habe noch, glaube ich, einen Schuss und dann ist das Ding leer. So, der ist auf 12 Meter, 13. Verdammt, jetzt ist das Ding auch noch auf uns aufmerksam geworden. Ich habe gleich... Ist da hinten was zum Aufladen? Ich sehe es jetzt gerade noch nicht. Ich möchte natürlich erst den Kommandant ausschalten. Verdammt, das Ding schießt natürlich wieder Löcher hier rein. So, ist hier eine Ladestation? Verdammt, hier ist keine Ladestation. Das ist schon mal leichter. Damals hatten die keine solchen Roboter und ich hatte eine Armee. Ja. In der Tat, Blaskowitz. Ja, das war's mit der Muni. Okay, dann, ja, nützt nix. Kann ich bis da eine Granate werfen? Moment. Ich glaube, es ist rübergeflogen. Wunderbar, sehr schön. So. Oh, ich hatte einen Schuss noch drin. Lädt er sich von selbst wieder auf vielleicht? Ah, Mann. Wo, was, wie, wer? Wo ist der denn? Irgendwer hat uns gerade beschossen. Ach, da. Hey, wieso hat er... Ah, Mann, was stelle ich mich denn auch so bescheuert mit den Waffen hier an? Kann mir das mal einer sagen? So. So, du erstmal weg. Vielleicht kriege ich den überhaupt auf die Entfernung? Ich weiß es nicht. Ach, da ist ja noch ein zweiter. Warte mal. Ich habe gerade eben was gesehen. Da oben am Hubschrauber. Da haben wir doch wieder ein großes Gewehr. Moment. So, jetzt ist Schluss mit lustig. So, das war Nummer 1. War hier nicht noch ein zweiter? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Das ist nicht gut. Aber wir können ja... Warte mal, wir können... Können wir das hier nicht mitnehmen? Nee, scheiße. Wo ist Nummer 2? Nummer 5 haben wir schon getötet, jetzt kommt Nummer 2. Na, geh doch mal hier rein. BJ. Geh doch mal in den Hubschrauber. Ah, jetzt so. So, jetzt ist Schluss. Friss Stahl. Sehr schön. So, das hier sind die Hubschrauber, so wie es aussieht. Sehen ja ziemlich hässlich aus, wenn ich das mal so sagen darf. So, und irgendwo haben wir hier Aufmerksamkeit erregt. Ich weiß noch nicht genau wo. Ah, da unten. So, wo? Ah, da. Komm zu Papi. Ich dich auch. So, erstmal wieder Deckung suchen hier. Ich habe keine Ahnung von wo. Da. So, waren das schon alle? Weil der Alarm ist auch immer noch an. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren. Ach, guten Tag. So, der weg. Ah, hier können wir endlich aufladen. Sehr gut. Na super, der Alarm hat sich geändert. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt gut ist. Oh, na super. So, erstmal hier ein bisschen aufräumen. Verdammt, daneben. Na komm. Ah, verdammt. So, dann den.
Ich bin ja hier der beste Schütze der Welt. Und jetzt bin ich tot. Super. Also erinnert mich so ein bisschen an die Railgun, dieser Laser, so ein bisschen. Also wie gesagt, ich sollte den aber nicht immer verwenden. Ich glaube, ich sollte lieber beim normalen Gewehr bleiben. Ach, hier fangen wir wieder an. Na, klasse. Das ist ja prima. So. Diesmal gehe ich ein bisschen intelligenter vor, hoffe ich zumindest. So, erstmal wieder Deckung suchen. Quatsch. Tschüss. So, das brauche ich gerade mal kurz. Danke. So, dann würde ich sagen, ich wechsle erstmal aufs Sturmgewehr wieder. Ja, in der Tat. So, ich würde sagen, selbe wie eben. Ich werde einfach wieder die Geschütztürme benutzen. Ich glaube, damit fahren wir am besten. So. Ah, der hat ein bisschen Probleme, hier immer in den Dings reinzukommen. So. Wir sehen, haben wir schon mal weggeschossen. Der müsste gleich weg sein. Jawohl, den haben wir. So, Nummer 2 kriegen wir, denke ich, von der anderen Seite. So, wo ist denn Robotaschen Nummer 2? Ich nehme erstmal noch ein bisschen Dings mit. So, wo ist Roboter 2? Da hinten stapft er rum. Okay, dann müsste ich den... Nee, hiermit nicht. Moment. Verdammt, der hat sich aber auch eine blöde Position ausgesucht. Bisschen treffen kann ich ihn von hier. Ah, schnell weg. So, wo war denn die Ladestation? Ich glaube hier hinten, ne? Ja, ein bisschen lädt er sich tatsächlich auf. Das finde ich gut. Also der Laser lädt sich von selbst ein bisschen auf. Das dauert immer ein paar Sekunden. Und dann können wir wieder einen Schuss abgeben. Das ist schon mal gut. So, der hat sich da so leicht festgebackt, so wie es aussieht. Da ist die Ladestation. Na super, die ist natürlich direkt beim Roboter. Kann mal ein bisschen Deckung bleiben. So. Na komm. Schieß. So, ich glaube, wir sollten oder wir könnten ihn jetzt auch hier mit platt machen. So, Granate schnell weg. Und wieder Granate. Diese scheiß Singularitäten. So, wir haben ihn. Wunderbar. So, dann hier gerade mal schnell aufladen. So, und bevor ich jetzt wieder ins Kreuzfeuer gerate. Ich bin schon im Kreuzfeuer. Super. Gehe ich erstmal schnell in Deckung. Alter, die ballern hier von allen Seiten. Scheiße. So, auf keinen Fall wieder mit dem Laser. Das haben wir ja festgestellt, dass das nichts bringt. Da ist er. Verdammt. Ich habe keine Munition mehr dafür, oder? Nee, ich habe keine Munition. Scheiße. Gut, dann auf die harte Tour. Dann gehen wir auf die Schrotflinte. Ist natürlich ein bisschen näher ran hier. Jetzt hör doch mal auf nachzuladen. Schieß doch einfach mal. Mann. Das gibt's doch gar nicht. Das ist aber dein Pech. So. Wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Da. Die haben wieder diese komischen Tesla-Granaten. Wo ist hier noch einer? Ich könnte natürlich auch einfach das Hangartor öffnen. Vielleicht kriegen wir dann Unterstützung, aber... Ich weiß es natürlich nicht. Tschüss. Gerade mal ein bisschen snipern hier. Da ist noch einer. So. Ich könnte mal gerade ein bisschen... Alter, der kommt hier auch nirgendwo hoch. Ob das eine 10 cm hohe Kante ist, kommt der da einfach nicht hoch. So. Da.
So, stirbt doch mal. Elegant rückgeschossen. Ja, und ich merke schon, ich sollte wieder öfter Shooter spielen. Ich bin definitiv hier in der Situation jetzt gerade nicht sehr gut. So. Ruhe. So, habe ich denn wieder wenigstens... Hierfür habe ich noch ein bisschen, aber da lebt noch einer. Da oben. Ist die beste Waffe von allen hier dafür. So, lass mich mal gerade hier rein. Schnell hier rein. Ja, ist klar, ne? Ich wollte hier in Deckung gehen und nicht mich beschießen lassen. So, hier können sie mich zumindest nicht treffen. Aber ich kann hier treffen. Na, klasse, da ist ja auch noch einer. So, was? Jetzt habe ich mich hier voll Kanne in die Ecke treiben lassen. So, den haben wir. Hallo! Mann, wie viele Gegner hier sind. Das ist echt nicht mehr normal. So, jetzt werde ich mich erstmal ein bisschen ausstatten hier. Ein bisschen Heals wäre vielleicht nicht schlecht. So, das eine oder andere. So, da die Musik noch nicht zu Ende ist, glaube ich, sind hier immer noch Gegner. Ich glaube, wir haben die halbe Basis hier aufgeschreckt. Oder die ganze. Der ist tot. Da ist auch noch einer. So, den Sniper ich, glaube ich, wieder weg. Ich habe dich gesehen. Da hinten ist er, glaube ich, lang gelaufen. Mein Gott hier. Können wir nicht den Alarm einfach ausschießen und dann hört das hier auf? Von wo denn? Von wo denn? Von wo ballert der? Er ist aber, glaube ich, alleine. Ist, glaube ich, der Letzte. Ich hoffe es zumindest, dass es der Letzte ist. Tja, keine Ahnung, wo er ist. Ich glaube, wir müssen ihn suchen gehen. Da ist er. So, keine Ahnung, warum der da jetzt so rumgestanden hat. Und die Musik ist leise. Oh. So, jetzt erstmal hier heilen. Solange wir hier Zeit dazu haben. Weil ich weiß nicht, was passiert, aber ich glaube, dieses Oh Scheiße war gerade... Alter, was zum... Und ich habe doch gar keine Munition. Ach, du Ficken. Okay, das ist irgendwas verdammt Großes. Wahrscheinlich Bosskampf. So, erstmal hier auf jeden Fall Rüstung, 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 Rüstung. Ganz wichtig. Boah! So, wunderbar. Ich habe zum Glück die Ladestation hier auf meiner Seite. So, ich hoffe natürlich, dass ich dem Schaden mache. Ich weiß es natürlich nicht. So, hier ist auch noch eine Ladestation. Ich denke mal, die werden nicht ohne Grund hier hängen. Also ich hoffe, dass das die richtige Waffe ist hier. Ja, wir ziehen ihm auf jeden Fall was ab. Was ich schon mal sehr nice finde. Den kriegen wir platt, komm. Den müssen wir einfach platt kriegen. Wir können uns hier sehr gut verstecken. Der ist zum Glück sehr groß und klobig. Haben wir ihn schon. Ich schieße einfach mal weiter. Ja, wir haben ihn. Wunderbar. Okay, verglichen mit den... Turbomotor erledigt. Alles zerstört. Hubschrauber gesichert. Da freut sich der kleine BJ. Also verglichen mit der Horde von Soldaten war das hier jetzt ein Witz. Also das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also sorry, Leute, aber das... Eieieiei. So, wir haben auf jeden Fall... Wieder komplette Rüstung. Wir haben alles so. Jetzt muss ich das Hangartor öffnen. Ich nehme aber erstmal noch ein bisschen Munition hier von den Leuten mit. War nämlich hier gerade so dezenter Munitionsmangel. Von dort kannst du den Hangar öffnen. Mach Dinger. Dann tun wir das gleich.
So, gut. Ich denke, das sollte reichen. So, Kontrollraum da hinten. Alles klar. Erstmal her mit den Waffen. So, Hangartor offen. Wunderbar, da war nämlich der Roboter drin. Na, die Nazis, die haben immer noch eine kleine Überraschung irgendwo auf Lager. So, von hier kommen wir jetzt in den Kontrollraum. Ich hoffe. So, mal wieder auf den Schneidemodus wechseln. So. Feuermodus. Ja, ich gehe aber wieder auf eine andere Waffe, denke ich, weil, wie gesagt, der ist zwar gut, der Laser. Nein! Okay, warum auch immer. Da hat wohl jemand für Nein gestimmt. Mehr Leben, besser Leben auf dem Mond. Na, das ist sehr realistisch hier. Einfach nur eine Glaskuppel, so war das früher. In den 50er, 60er Jahren, in den Science-Fiction-Filmen, da hatte man einfach so eine Glaskuppel auf dem Kopf. Das hat vollkommen ausgereicht, das hat, die Strahlung gab es da nicht. Damals. So. Wir hauen einfach mal auf den Knopf und gucken, was passiert. Aber mal, ohne Witz, was für hässliche Hubschrauber. Mondcafé. Okay. Ach, wie cool. Guck, die einfach im Paraglider reingeflogen. Ach so, jetzt müssen wir hier der Dame im Rollstuhl helfen. Gut, machen wir das mal. So, was? Okay, wir fahren einfach im Aufzug. Ja, ich komme ja schon. Schrei mal nicht so rum. Ach so, klar, die ist natürlich auch mit dem Paraglider geflogen. Das geht ja ohne Beine. Ja, das heißt ohne Beine, also mit Behinderung geht das ja. Gewöhne ich nicht zu sehr dran. So. Die soll den Hubschrauber fliegen. Also normalerweise braucht man doch Füße zum Hubschrauber fliegen. Und jetzt? Ach so, okay. Alle Mann an Bord! Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Konnte mich kaum bewegen, musste kriechen und habe mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishut? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blazkowicz, was immer Sie braucht, Sie helfen ihr, ja? William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Ja, das mache ich natürlich, aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann, wie gesagt, gleich wieder.
oder in der nächsten Episode von Wolfenstein The New Order. Bis dann. Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus. Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus. Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus.